Hindernisse spielerisch mit dem Rollstuhl überwinden. Darum geht es beim innovativen Trainingsangebot Sit & Skate für rollstuhlfahrende Schüler. Das Projekt des Hamburger Extremsportlers David Lebuser wird an der Luise-Schröder-Schule in Altona angeboten. Eine Rampe sicher hoch- und runterfahren. Lenken, bremsen, drehen und kippen. Barrieren gibt es für Rollstuhlfahrer viele. Beim innovativen Rollstuhltraining für Schüler geht es vor allem um Sicherheit und Mobilität für den Alltag. Ich glaube, das ist der Basisbaustein, damit sie halt selbstständig und selbstbestimmt am Leben teilhaben können und damit eben auch sicher im Alltag unterwegs sind. Und auch nur wenn man mobil ist, kann man halt an verschiedenen auch Freizeitaktivitäten teilnehmen, kann später im Leben selbstständig zur Arbeit kommen. Und das zu lernen, ist schon enorm wichtig fürs Leben. Mit Beginn des vergangenen Schuljahres wurde das Projekt an der inklusiven Ganztagsschule in der Tedestraße ins Leben gerufen. Die Alexander-Otto-Sportstiftung und die Bezirksversammlung Altona unterstützen finanziell mit rund 14.000 Euro. Als ich das erste Mal hörte, dass Kinder nicht so ein Rollstuhltraining ganz normal bekommen, wie jeder Erwachsene nach einer Knie- oder Hüft-OP eine Reha bekommt in der Regel, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und wie wichtig das ist, dass Kinder für ihr Leben, am Anfang ihres Lebens, diesen Rollstuhl als einen Teil ihres Körpers letztendlich auch akzeptieren, das hat mich schon sehr erstaunt, dass es das so überhaupt nicht gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sit & Skate existiert und auch tatsächlich da Stück für Stück ausgerollt wird. Nach den Sommerferien wird das Trainingsangebot fortgesetzt. Als Partner neu dabei der HSV. Wir sind ja schon seit 4-5 Jahren an Schulen aktiv und bieten Rollstuhlsporttage an. Und da haben wir einfach die Möglichkeit gesehen, dass unser Bus, den wir ja mit unseren Rollstuhlbasketballern an den Wochenenden nutzen und zum Training am Nachmittag, dass der vormittags freisteht. Und da hatten wir mit Rando aus gemeinsam die Idee, dass wir das Projekt mit unterstützen und den Projektbus zur Verfügung stellen für den Transport der Kinder in den umliegenden Gebieten, die es vielleicht nicht schaffen, mit eigenem Pkw hierher zu kommen oder von den Eltern gefahren zu werden. Erste Erfolge kann das Projekt bereits verzeichnen. An der Luise-Schröder-Schule geht es nach den Ferien weiter. Immer mittwochs von 8 bis 9.30 Uhr. Dann soll das Trainingsangebot weiter an Fahrt aufnehmen.